Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Meinen Start in den Urlaub sozusagen. Also ja, wenn ihr jetzt das Video seht, ist im Grunde meine erste Urlaubswoche schon um. Wenn ich das Video drehe, ist Montag und der Urlaub hat sozusagen begonnen. Das heißt, ihr seht jetzt noch die Woche vor meinem Urlaub, was ich da gelesen und gehört habe. Ich freue mich sehr auf die ruhige Zeit, auf die hoffentlich sommerliche Zeit. Ich wünsche mir viele Sommertage, die man am See oder im Garten verbringen kann, dass man rausgehen kann, dass man wandern gehen kann. Das ist echt was, was ich gerade so im ersten Drittel des Jahres sehr vermisst habe. Ja, dass eben alles nass war und matschig war und ja, zum Teil eben ja auch wirklich noch Schnee in den April lag und man einfach nicht so die Möglichkeit hatte, die Spaziergänge, die man im letzten Jahr gemacht hat oder die Wanderungen einfach ja, weiterzuführen. Das hat mir im Winter wirklich sehr, sehr gefehlt und da freue ich mich jetzt drauf, da im Grunde neue Dinge, neue Wanderwege zu entdecken, aber auch altbekannte Pfade einzuschlagen, weil die einfach im letzten Jahr zum Beispiel auch so wunderschön waren. Also ich freue mich sehr auf den Sommer, auch wenn es etwas gibt, worüber ich mich nicht freue und das ist zum Beispiel ein Stich. Keine Ahnung, was mich da im Garten erwischt hat und ich bin diese Woche auch in eine Distel gelaufen. Ich kann auch sagen, das tut richtig weh, aber diese Opfer bringe ich sehr gerne für einen wunderbaren Sommer, in dem ich ja, jetzt wirklich einfach entspannen möchte, so die letzten etwas gefühlsmäßig chaotischen, unschönen Monate so ein bisschen verarbeiten möchte und ja, da dann eben einfach gestärkt dann auch ins zweite Halbjahr gehen möchte. Ich habe 3 Wochen Urlaub, es sind ein paar Kleinigkeiten geplant, keine großen Reisen. Es wird jetzt auch keine Sommerpause irgendwie hier auf YouTube geben. Es wird wahrscheinlich immer nur ein Video zur Bücherwoche geben. Ich überlege, die Bücherwoche ein bisschen umzustellen. Das werde ich jetzt sozusagen mit dem nächsten Buch, was ich jetzt dann beende, dann auch so beginnen. Mal sehen, ja, wie mir das gefällt, wie euch das gefällt. Und ja, auch die letzte Woche war schon sehr sommerlich. Ich habe die Gartenzeit sehr, sehr genossen. Auch die 2 größeren Spaziergänge, die ich gemacht habe, waren richtig, richtig toll. Ich merke einfach wirklich, wie ich da morgens aufblühe. Ich brauche keinen längeren Moment morgens beim Aufstehen. Mein Kreislauf muss ich nicht erst einfinden. Ich springe wirklich fast wortwörtlich aus dem Bett, bin wach, bin da, bin aktiv. Und das ist einfach so, was ich sehr schätze. Ich weiß, dass es vielen anders geht, dass viele wirklich Probleme im Sommer haben mit ihrem Kreislauf, mit der Hitze. Ich fühle das wirklich, weil es mir halt tatsächlich dann im Winter so geht. Deswegen möchte ich vielleicht auch gar nicht so euphorisch klingen. Das war Katze an ja, Stativ. Aber ja, es gibt eben die, die im Winter sich darüber freuen, dass es kalt ist und Schnee ist und sie draußen unterwegs sein können und sich einmummeln können. Und ich gehöre eben zu den Menschen, die den Sommer in sich aufsaugen und da eben einfach, jetzt hat das, glaube ich, ganz schön verschoben, ja, und sich eben einfach in dieser Zeit wohlfühlen. Ja, ich habe 4,5 Bücher gelesen. Das klingt jetzt mehr, als es ist, weil doch 2 recht dünne Bücher darunter waren. Und ein halbes Buch, ja, das ist eben einfach ein Buch, was wir uns auf 2 Wochen eingeteilt haben. Und das ist sozusagen das Hörbuch. Zudem kann ich schon mal verkünden, dass ich bei der nächsten Bücherwoche schon anders aussehen werde. Ich habe nämlich morgen, also Dienstag, einen Termin beim Friseur und vielleicht teile ich das ja auch irgendwie auf Instagram. Die Haare kommen runter. Ich kann mich nicht mehr sehen, sowohl was die Länge angeht, als was auch eigentlich die Farbe angeht. Das werde ich aber nach hinten stellen. Ich werde jetzt erstmal sehen, wie mir die kürzeren Haare gefallen. Ich habe 3, 4 Fotos. Mal sehen, in welche Richtung es gehen wird. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann diesen Aufwand mit den Locken, ich habe keine Lust einfach mehr da drauf und sich so viele Gedanken über Haare zu machen und das richtige Shampoo und die richtige Kur und so toll diese Curly Hair Methode wirklich funktioniert hat, so toll meine Wellen zum Teil wirklich geworden sind und wie gepflegt die Haare waren, so genervt bin ich jetzt einfach davon und möchte es jetzt einfach nur noch unkompliziert und ja, gehe morgen zum Friseur. Ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und ich überlege eben auch tatsächlich wieder blonder zu werden, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das tatsächlich jetzt direkt im Anschluss mache oder ob ich erstmal sehe, ob die kurzen Haare schon die Veränderung sind, die ich einfach so ein bisschen im Spiegel brauche. Also das ist jetzt schon ein Anteasern auf die nächste Bücherwoche, wo ihr dann eben schon mich mit anderen Haaren sehen werdet. Ja, zu den Büchern habe ich dann auch ein bisschen EM genossen und auch The Grown
abgeschlossen, zumindest die vierte Staffel, wie sie jetzt schon erhältlich ist. Und die Bücher, erstmal was ich gelesen habe, bevor wir dann ins Detail gehen. Die Woche hat angefangen mit Brida von Paulo Coelho, also wie man sieht, ein relativ dünnes Büchlein. Dann habe ich gelesen Hast du noch alle von Michael Buchinger. Ich liebe seinen YouTube-Kanal, ich musste sein neues Buch haben und Hass verbindet definitiv. Dann zusammen mit Anka gelesen habe ich Der Pfau von Isabel Bogdan, ebenfalls ein relativ dünnes Büchlein, das wir uns in der Woche eingeteilt haben. Dann gestern beendet habe ich Als die Elefanten kamen von Claudia Meinberg. Das ist eins der Bücher vom Pick My Sub, was Christine herausgepickt hat für den Sommer. Und das halbe Buch, das Hörbuch, ist dann King of Scars von Leigh Bardugo, was ich zusammen mit der lieben Becky höre und wir uns das eben für 2 Wochen eingeteilt haben, deswegen das eben nur als halbes Buch gilt. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox, auch mit Verlinkungen, wenn ihr euch da weitere Infos ansehen möchtet. Es gibt auch noch vieles andere in der Infobox, schaut da also gerne mal vorbei, zum Beispiel auch mein Instagram, wo es ja vielleicht jetzt die Woche schon auch mal die neue Frisur irgendwie zu sehen gibt. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Ja, wir starten mit Paulo Coelho, Brida. Ja, mir war irgendwie mal wieder nach Paulo Coelho. Das ist ein Buch, was im April 2020 bei mir eingezogen ist, was eben auch ein Subbuch aus dem Rache des Subs sozusagen war. Und ich dachte, es würde einfach so vom Umfang in diese Woche noch mit reinpassen. Und dann kann ich jetzt auch wieder einen Haken machen an ein Rache des Subbuchs und freue mich darüber. Ich habe schon einige Bücher von Coelho gelesen. Mir haben die zum Teil sehr gut gefallen. Es gab also auch 1-2 Ausreißer, die ich nicht so toll fand. Es ist für mich immer eine Überraschung bei Coelho, ob es eben ein Highlight wird oder nicht. Ich habe, glaube ich, noch ein Buch jetzt von ihm auf dem Sub liegen. Das Buch ist tatsächlich schon über 30 Jahre alt. Es ist nämlich aus 1990. Also total verrückt. Da war ich selbst gerade erst 7. Ja, weil es über 30 Jahre alt ist, dann passt die Rechnung wieder. Und ich war natürlich sehr neugierig, ob so ein altes Buch im Grunde jetzt auch noch in der heutigen Zeit funktioniert. Ja, wir treffen auf Brida, die eben auch namensgebend für das Buch ist. Eine junge Frau mit Anfang 20. Sie ist in Irland aufgewachsen und ist auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Sie sucht nach einem verlorenen Teil ihrer eigenen Seele und steht da im Grunde zwischen 2 Männern. Auf der Suche möchte sie ihre besondere Gabe finden, beziehungsweise vielleicht auch ihre Pflicht im Leben oder des Lebens gegenüber. So könnte man das vielleicht formulieren. Es gibt auch esoterische Anteile wie Mond- und Sonnenrituale und diese Themen lernen wir eben auch mit Brida zusammen kennen. Es ist also die Suche einer jungen Frau nach sich selbst, nach ihrer Aufgabe, nach ihren Gedanken, nach ihrem Sinn im Leben und wir begleiten Brida auf diesem Weg. Der Stil war für mich typisch Coelho, wie ich es auch bei anderen Büchern von ihm mochte. So hat mir auch Brida tatsächlich sehr gut gefallen. Er nennt uns tief drin, ein alter Romantiker herrscht, dann lässt er diesen in uns aufleben. Er lässt schöne Dinge für möglich erscheinen. Er lässt uns wieder daran glauben, auch wenn man eben diese schönen Dinge nicht immer sieht und auch mit dem Verstand oftmals nicht erklären kann. Man sollte, glaube ich, schon als Leser dieses Buches offen sein für Seelenwanderung, für Wiedergeburt. Es ist auch sehr spirituell angelegt und ich glaube, man muss schon so etwas mögen. Man muss dem offen gegenüberstehen, damit man nicht zu viele Augen rollt oder das Buch in die Ecke wirft, weil man denkt, so ein Unsinn. Es ist aber, und das möchte ich wirklich betonen, nicht zu abgehoben. Es geht nicht in eine esoterische Richtung, die ich tatsächlich dann auch too much gefunden hätte. Ich finde, er hat hier wirklich einen wunderbaren Weg gefunden, uns das näher zu bringen, diesen Sinn des Lebens näher zu bringen und besonders auch diesen Teil der verlorenen Seele irgendwie zu finden. Das fand ich wirklich einen ganz, ganz tollen Aspekt. Was mir nicht so ganz gefallen hat, es gab einen Teil in dem Buch, da haben wir einen Vergleich zwischen okkulten Texten mit der Bibel. Ha, das fand ich tatsächlich schon ein bisschen grenzwertig und ein bisschen merkwürdig, weil ich finde an der Bibel überhaupt nichts Mysteriöses. Ich finde auch nicht, dass hier irgendwelche mysteriösen, geheimnisvollen Interpretationen möglich sind. Und das habe ich tatsächlich so ein bisschen kritisch gesehen. Da habe ich auch so Momente gehabt, wo ich wirklich
so ein bisschen merkwürdig innegehalten habe. Ich weiß nicht, was Coelho mir damit sagen wollte, weil ich finde auch okkulte Texte im Vergleich mit der Bibel oder Zusammenschlüsse, dass man da etwas herausliest, ja, fand ich tatsächlich ein bisschen grenzwertig und für mich persönlich auch ein bisschen merkwürdig. Das Buch hatte definitiv eine Sogwirkung, sodass ich das wirklich an zwei Nachmittagen weggelesen habe, neben den beiden Büchern, die ich eben auch noch mit zwei anderen gelesen und gehört habe. Also da sieht man, dass das Buch wirklich mich sehr gefesselt hat. Und ich fand es auch wirklich spannend zu sehen, dass ein Mann der damaligen Zeit, und jetzt kann man sagen, ja, es sind ja gerade 30 Jahre, aber wir sind natürlich in den 30 Jahren viel, viel weiter, was überhaupt eine Gleichberechtigung angeht und Ähnlichem. Und ich fand es toll, wie sich Coelho eben schon in dieser Zeit als Mann in eine Frau eindenken und einfühlen konnte und das wirklich in wunderbare Worte gepackt hat. Also man könnte wirklich meinen, dass diese Geschichte von einer Frau geschrieben ist. Und nein, ich möchte jetzt nicht dieses Geschlechterding aufmachen, dass man nur etwas schreiben kann, was man selbst erfahren hat. Das finde ich total abstrus, weil ich hoffe, dass kein Thriller-Autor schon mal einen Menschen getötet hat oder selbst getötet wurde, um nachzuvollziehen, wie könnte sich jemand in Todesangst fühlen. Das hoffe ich zumindest für jeden. Aber ich finde schon, dass es eine besondere Gabe ist, wenn man eben so feinfühlig überhaupt auch in eine andere Person sozusagen schlüpfen kann und das beschreiben kann. Und wenn es eben dann noch etwas ist, was man unmöglich wirklich selbst empfunden haben kann, das finde ich, hat Coelho wirklich großartig gemacht. Also wirklich eine Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen, fand ich wirklich unterhaltsam, auch diesen Weg der Sinnsuche, da waren einige Weisheiten drin gepickt, die ich wirklich spannend und schön fand und toll formuliert fand. Und das, finde ich, kann Coelho eben nicht immer, aber eben immer öfter. Und da freue ich mich jetzt definitiv auf das Subbuch, was ich von Ihnen habe. Das ist das Auf dem Jakobsweg. Ich denke, dass das durchaus jetzt auch ein Sommerbuch wird. Also Brida kann ich empfehlen. Man sollte aber, wie gesagt, offen für die Spiritualität sein und eben auch durchaus ja, das nicht so abgehoben oder esoterisch finden. Sonst, glaube ich, hat man keinen Spaß an dem Buch. Aber ja, ich finde, dass das schon einiges in einem auch öffnet und eben einen auch wirklich so Wege zeigt, die man vielleicht auch einfach mal gehen sollte, könnte, müsste. Ja, ein tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen. Das nächste Buch ist dann ein Highlight der Woche, denn ich habe so viel gelacht wie schon lange nicht mehr in einem Buch. Es ist Hast du noch alle von Michael Buchinger. Das Buch ist jetzt ganz aktuell im Juni bei mir eingezogen, ist mir dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Es ist das dritte Buch von Michael Buchinger. Ich habe auch die beiden Vorgänger von ihm gelesen. Ich schaue seit Jahren seine Videos. Ich packe seinen YouTube-Kanal, solltet ihr ihn wirklich noch nicht kennen, einfach mal in die Infobox. Da gibt es auch seine monatliche Hassliste, die ich immer wieder feiere. Da sind Sachen dabei, wo ich wirklich denke, Mensch, diese Beobachtungsgabe ist wirklich grandios. Und ich liebe auch seinen Podcast. Da kommt jeden Dienstag eine neue Folge online und ich höre die wirklich sehr regelmäßig. Ich habe, glaube ich, kaum mal eine irgendwie verpasst. Und da geht es um ein bisschen mehr als um das Hassen tatsächlich. Da geht es um sein Leben. Es ist im Grunde wirklich wie so ein Blog, wo er eben so ein bisschen was über sein Leben erzählt, was in der Woche passiert ist. Es ist so ein Wochenrückblick und kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. In diesem Buch hat er nun 333 Gründe zusammengefasst, um täglich aus der Haut zu fahren. So ist zumindest auch der Untertitel des Buches. Es ist seine ultimative Hassliste und er hat es geschrieben während seines Lockdowns im letzten Jahr. Ich glaube, in Österreich war ja der Lockdown auch ein bisschen anders gestrickt, als er hier in Deutschland war. Wir hatten ja wirklich von Lockdown eigentlich nie wirklich eine Rede, aber das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, die man führen könnte. Und er hat immer schon mal in seinem Podcast davon erzählt, dass er da jetzt dran sitzt und er hat seinen Hass in Kategorien unterteilt, die ich mir jetzt auch mal mit notiert habe, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, worin man denn so hassen kann. Es geht los mit Film, Fernsehen und Konzerte. Er betrachtet Partys, Reisen, auch in Restaurants gibt es hasswürdige Dinge, Liebe und Dating, das Internet. Er lässt sich sehr lange über Manieren aus, über das Shopping, über Gesundheit und Wellness, also was er da über Saunagänge erzählt, einfach nur großartig, über Kommunikation und dass die eben durchaus auch manchmal fehlen kann und Leute, Orte und Dinge. Und ich möchte gar nicht auf diese 333 Punkte per se eingehen, sondern einfach sagen, wie grandios ich seinen bitterbösen Humor finde. Ich habe so viele Dinge wiedererkannt, sowohl bei anderen Menschen als auch zum Teil bei mir selbst und ich musste da wirklich oft herzhaft lachen. Ich habe wirklich gedacht,
Michael, du hast eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe, was die Menschen angeht. Natürlich urteilt er und wird ja auch immer kritisiert, dass Hassen so ein starkes Wort ist. Und er vergleicht das ja dann oft, dass man eben sagt, man liebt seine Schuhe, dass das natürlich eine ähnliche Richtung ist, weil man liebt natürlich per se nicht seine Schuhe. Also in diesem Sinne, wie man einen Menschen liebt, ne? Also diesen Vergleich möchte er da natürlich anführen. Und natürlich klingt Hass immer besser als, na, mag ich nicht. Gebe ich ihm natürlich absolut recht. Und ich liebe seine Beobachtungsgabe. Ich finde, dass es unglaublich feinfühlig ist, was er wahrnimmt, wie er es wahrnimmt, wie er für sich selbst merkt, dass ihn das stört. Und er es oftmals eben bei sich selbst abstellt, beziehungsweise dann eben auch es ganz direkt sagt, dass er es hasst. Und das macht er großartig. Diese Punkte, die er da aufführt, die waren so oft so nah am Leben. Und die haben wir alle schon mal irgendwie erlebt, diese Situationen. Und dann kann man sich einfühlen, wie er sich gefühlt hat. Und das bringt er wunderbar mit Worten heraus. Ich finde sowieso, dass er wahnsinnig toll mit Worten spielen kann. Wenn man seine Videos, seinen Podcast kennt, dann hat man natürlich auch die Stimme von ihm im Kopf. Und im Grunde hat Michael Buchinger mir jetzt auch dieses Buch vorgelesen, zumindest in meinem Kopf. Und ich habe förmlich seinen Hass gespürt und wie ihn Dinge annerven, wie er seine Mimik verwenden würde, wenn er das jetzt erzählen würde oder wenn er hier mit seinen Händen umherfudelt. Das macht er großartig und ich hatte ihn einfach vor Augen. Ich mag es, wie er eben Dinge erzählt, wie er Situationen schildert, wie er uns mitnimmt in diese Situation und dann eben sagt, guck, genau das habe ich jetzt gehasst an dieser Situation. Und das macht er, finde ich, wirklich perfekt. Und die Hassgründe sind wirklich auch super nachvollziehbar. Und ich konnte mit ganz, ganz vielen dieser Punkte absolut mitgehen. Ich konnte ganz oft den Kopf nicken, sowohl, dass ich das bei anderen hasse, als auch so 3-4 Punkte, die ich bei mir selbst entdeckt habe, wo ich dachte, ja, diese Dinge oder was ich da sage, tue, das könnte durchaus auch hasswürdig sein. Also auch er hat mir durchaus bei wenigen Punkten den Spiegel vorgesetzt und ich werde da mal mein Verhalten nachdenken. Ob ich sie ändere, weiß ich nicht, aber drüber nachdenken kann man auf jeden Fall. Es ist sehr leicht erzählt, manche Punkte sind sehr kurz, andere Punkte eher lang. Es ist eben auch wirklich so, als würde er einfach mit uns reden und das, finde ich, hat einfach unfassbaren Spaß gemacht. Also ich hatte wirklich einen wunderschönen Nachmittag, wo ich dieses Buch weggelesen habe. Es war leicht, locker, lustig, es war bitterböse, aber eben auch natürlich schon ein bisschen mit erhobenen Zeigefinger, aber er erkennt eben oftmals doch auch selbst an, dass das bei ihm nicht alles perfekt ist und das macht ihn auch so unglaublich sympathisch. Also ich mochte es unglaublich gerne. Jeder, der lachen möchte, der vielleicht auch seinen Humor kennt, wird mit diesem Buch Spaß haben. Und man darf es nicht immer zu ernst nehmen, aber manche Dinge, also da bringt er wirklich so den Nagel auf den Kopf so rum. Und das macht einfach unfassbaren Spaß. Also ich hatte große, große Freude damit, hatte einen sehr lachsamen Nachmittag und kann das Buch wirklich nur empfehlen. Von dem nächsten Buch hatte ich große, große Erwartungen. Es ist Der Pfau von Isabel Bogdan. Ich habe das bei 2-3 Booktubern gesehen, unter anderem auch bei den Bookfriends. Auch meine liebste Buchhändlerin Kerstin Merkel hat es empfohlen. Und das Buch ist von 2017. Und ich habe ja schon den Neuzugängen erzählt, dass ich es versehentlich doppelt bei Tauschticket angefragt habe und es dann jetzt auch zusammen mit Anka gelesen habe, ihr sozusagen meine doppelte Ausgabe zugeschickt habe. Und ich habe von der Autorin vorher noch nichts gelesen. Mir war auch das Buch nicht so wirklich vorher aufgefallen. Es klang aber nach einer wahnsinnig humorvollen, zum Schmunzeln und Lachen Geschichte und ich war super neugierig auf Der Pfau. Wir haben hier einen heruntergekommenen Landsitz in den schottischen Highlands. Wir treffen hier auf Lord und Lady, die dort wohnen und gleichzeitig auch eben einige der Räumlichkeiten vermieten an Gäste, ganz unterschiedlicher Art. Und wir sind eben jetzt mit dabei, wo ein Ehepaar gerade auscheckt und eine Bankertruppe sozusagen eincheckt, die eine Teambuilding-Maßnahme dort unternehmen wollen. Eben abseits von WLAN und Internet und auch möglichen Ablenkungen wollen sie sich ganz auf ihr Team konzentrieren. Es ist das Team eben vorhanden mit Chefin und eben auch einer Referentin, die im Grunde diese Teambuilding-Maßnahme dann durchführt und es kommt auch eine neue Köchin dazu. Gleichzeitig sind natürlich vor Ort nicht nur Lord und Lady, sondern eben auch ein, zwei Angestellte, die dort täglich ein- und ausgehen und es gibt einen etwas verrückten Pfau.
Das wird auch hinten direkt schon erzählt, dass wir hier einen Pfau haben, der ein Problem mit der Farbe Blau hat. Und das äußert sich relativ zu Beginn der Geschichte daran, dass er ein blaues Auto angreift und das natürlich so ein bisschen zu Schwierigkeiten dann führt für Lord und Lady und es eben zu weiteren Problemen führen könnte. Denn ja, der neue Trupp hat eben durchaus auch mal jemanden dabei, der eine blaue Jacke trägt. Und ja, was der verrückte Pfau hier so tut, das war zumindest meine Erwartung, lesen wir in diesem Buch. Ja, leider konnte mich das Buch nicht so begeistern, wie es bei vielen anderen, zumindest die ich so gesehen habe, der Fall war. Ich hatte tatsächlich eigentlich erwartet, viel mehr über den Pfau zu erfahren, viel mehr über den Pfau zu lesen, sein Unarten, wie die Menschen darauf reagieren. Ich habe etwas anderes bekommen und das fand ich eher nur so okay. Ich fand den Schreibstil zu Beginn sehr, sehr speziell. Ich musste da wirklich erstmal reinfinden. Wenn man dann mal drin ist, merkt man, okay, es ist eben ein bisschen außerhalb der Komfortzone, gerade wenn man vielleicht sonst aus der Fantasy kommt, was ich ja doch in letzter Zeit mehr gelesen habe, sind wir hier eben in einem ganz klassischen Roman unterwegs. Und wir merken schon, dass die Autorin sich durchaus etwas dabei gedacht hat, wie sie diesen Roman aufgebaut hat. Ich fand das dann auch ganz angenehm. Ich fand es sehr ungewohnt, dass es keine einzige wörtliche Rede gegeben hat. Und ich glaube, das muss man einfach mögen oder in diesem Buch zu mögen lernen. Ich bin damit nicht zurechtgekommen. Ich fand es sehr schade, dass wir die Gedanken und die Dialoge immer nur im Nachgang erzählt bekommen haben. Also wir haben einen Erzähler, der eben auch sagt, was die einzelnen Charaktere jetzt von den Bankern angefangen über die Lord und Lady und so weiter, was sie denken, was sie sagen, warum sie manche Dinge denken und nicht sagen. Und es gab eben keine Dynamik in dieser Geschichte, die irgendwie, ja, mal so ein bisschen Lebendigkeit für mich in diese Geschichte gebracht hätte. Mir hat die wörtliche Rede wirklich sehr gefehlt. Ich kann verstehen, was die Autorin sich dabei dachte. Ja, kann ich. Aber ich mag es nicht unbedingt. Das muss ich ganz klar sagen. Für mich war es nicht wirklich so unterhaltsam. Ich war nicht so dabei in dieser Geschichte, als hätte ich eben Dialoge belauscht, als hätte ich Gedanken anders wahrgenommen. Es waren mir zu viele Switche innerhalb eines Abschnittes, also innerhalb auch einer Seite zwischen den Charakteren. Es kommen Gedanken eines Hundes hier mit vor. Es kommt zu Irrungen und Wirrungen, die ich zum Teil ganz unterhaltsam fand, wo ich auch schmunzeln konnte, das möchte ich gar nicht abstreiten. Es wirkte sehr erzählerisch und mir hat eben einfach so diese Dynamik gefehlt. Also alleine die Vorstellung, wie diese Gruppe, wenn die sich an dieses Teambuilding macht, Dialoge zu erzählen, wie hier wer was wann wo sagt, natürlich gerne auch, was er dazu denkt, aber was er dann eben auch einfach ausspricht und dann wirklich in dieser Dynamik, was so eine Gruppe eben auch einfach hat, dabei zu sein. Und hier hatte ich eben nur den Eindruck, es erzählt mir jemand zwar nicht um den ganz trocken, aber sehr nah an dem echten irgendwie einfach nur die Geschichte. Und das hat mir nicht so richtig zugesagt, das muss ich ganz klar sagen. Die Irrungen und Wirrungen, was es um den Pfau gibt, muss ich sagen, ich hatte da eine ganz andere Vorstellung, was mich erwartet. Dafür kann jetzt aber natürlich die Autorin nichts. Was da so passiert, fand ich zum Teil sehr spannend. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich musste bei vielen Dingen dahingehend durchaus schmunzeln. Auch wenn man sich eben in mancher Rolle vielleicht wiedererkennt. Also da ging es auch um das Arbeitsleben und dass man da eben eine andere Rolle spielt, als wenn man dann eben vielleicht ja, im Telefongespräch mit seiner Ehefrau, seinem Ehemann ist, dass eben dann Kollegen denken, huch, die ist ja privat oder er ist ja privat ganz anders. Ich glaube, sowas kennen wir alle aus dem Arbeitsalltag. Auch diese Bankergruppe, jedes Klischee wird da einfach erfüllt. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ich bin nicht der größte Freund von Klischees. Ich mag das zum Beispiel in Jugendbüchern per se überhaupt nicht, dass man immer nur sich Klischees bedient oder auch New Adult strotzt ja vor Klischee. Und ich hätte mir hier ein bisschen eine andere Betrachtung dieser Charaktere gewünscht. Natürlich gibt es diese Banker, ich komme ja selbst aus dieser Branche, ich möchte das gar nicht abstreiten, dass man manchmal so manch einen durchaus wiedererkannt hat, aber eben nur auf Klischees aufbauen, das fand ich ein bisschen schade. Und das hat für mich so ein bisschen den Reiz genommen, da eben auch mal was Überraschendes wiederzufinden. Das Ende fand ich sehr gut gelöst und das war für mich auch wirklich so wahrscheinlich so das Highlight des Buches.
wo nochmal so alles zusammengefasst wird und dann eben auch so die Auflösung irgendwie kommt. Und das hat, glaube ich, das Buch dann tatsächlich zu einem sehr guten, okayen Buch gemacht. Ich gebe ja auf Lovely Book Sterne und ich würde ihm jetzt 3 von 5 Sternen geben, weil ich es unterhaltsam fand, ich Schmunzelmomente hatte und eben durchaus ja auch das Ende sehr mochte. Zwischendrin eben auch die Irrungen und Wirrungen ganz gut, aber ich gebe ihm eben auch Punktabzüge, dass mir es zu undynamisch war, mir die wörtliche Rede gefehlt hat, ich manches zu vorhersehbar fand, andere schade fand, dass es nicht so kam, wie ich es mit dem V mir erwartet habe. Und eben es doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, als ich irgendwie dachte. Und es da eben einfach so ein bisschen okay war. Also es ist für mich nicht mehr, es ist für mich definitiv keine absolute Leseempfehlung. Es ist für mich auch ein Buch, das weiter wandern wird. Und ja, ich gut fand, ich auch gerne im Austausch mit Anka war und mir das natürlich viel Spaß gemacht hat. Aber ich weiß nicht, wo der Hype um dieses Buch so herkommt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wenn es natürlich euch gefallen hat, freue ich mich und finde das super. So ist das eben einfach mit Geschmäckern. Es ist jetzt halt meine Meinung und hat nicht zu meinem Geschmack gepasst. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht zu eurem passt. Ne? Also wenn ihr das Buch liebt und gefeiert habt, dann ignoriert meine Gedanken oder teilt gerne in den Kommentaren so ein bisschen, was euch eben besonders gut gefallen hat. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Aber ja, es ist natürlich meine Meinung und es ist nur eine Meinung. Und von daher, ja. Dann habe ich am Wochenende gelesen, als die Elefanten kamen von Claudia Meimberg. Wurde mir letztes Jahr von einer ganz lieben Freundin empfohlen und mir ist es lustigerweise 2-3 Mal vorher schon irgendwie begegnet auf Lovely Books, auf Instagram und dann hat es meine Freundin gelesen und erzählt und ich dachte, das kann kein Zufall sein. Und dann habe ich es mir auch als E-Book geholt und die liebe Christine hat es eben auch bei Pick My Sub für den Sommer jetzt gezogen. Das ist jetzt nach Die Wahrheit von Melanie Rabe mein zweites Pick My Sub. Das heißt so, der Juni ist jetzt schon gut erfüllt mit 2 von 6 Büchern und ich finde es ganz gut, dass sich das hier gerade so ein bisschen gepasst hat. Ich hatte ein bisschen Fernweh, es war sommerlich draußen, ich dachte, komm, lass uns mal nach Afrika reisen und mich hat eben auch dieses Thema, ich liebe Afrika, ich liebe die Wildnis, ich liebe die Wüste, ich liebe die Tiere dort, ich liebe diese Welt dort und so dachte ich, reisen wir mal nach Südafrika, da war ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte natürlich ähnlich, wie wir hier unsere Protagonistin treffen, auch mal Elefanten in Real Life irgendwo sehen. Das hatte mich damals angesprochen und eben auch jetzt ganz konkret so ein bisschen, um in Urlaubsstimmung zu kommen. Die Autorin selbst ist Texterin und hat lange in einer Werbeagentur gearbeitet. Das zeigt sich jetzt auch so ein bisschen in unserer Protagonistin, die im Grunde das Gleiche arbeitet. Mittlerweile hat sie aber schon irgendwie 3-4 Bücher geschrieben und herausgebracht. Ich kannte aber jetzt von ihr noch kein weiteres und muss auch so sagen, es würde mich jetzt auch keins ihrer weiteren Bücher erstmal irgendwie ansprechen. Wir reisen mit Luisa und Emma nach Südafrika und besuchen dort Mark, das ist der Bruder von Emma, der ein B&B vor Ort hat in Südafrika, der auch mit einem Ranger noch befreundet ist, weil er das früher auch mal war, der eben dort auch Aktivitäten für seine Gäste anbietet, der mit ihnen eben auch verschiedene Rundgänge macht, eben auch diese Ranger-Safaris sozusagen empfiehlt und koordiniert. Und er selbst war eben auch mal Ranger, bis er einen Unfall hatte und er sich dann eben dafür entschieden hat, in Südafrika zu bleiben. Und jetzt in dieser Führung dieses B&Bs, in diesem Hostel, wie auch immer wir es nennen wollen, eben aufgeht, sich dort heimisch fühlt und wohlfühlt und sich sehr freut, dass er seine Schwester wieder trifft. Und Luisa hat aktuell ihren Job gekündigt, weil sie jetzt zeitnah nach dem Urlaub bei ihrer Mutter in der Agentur anfängt. Sie soll irgendwann diese Agentur übernehmen. Sie möchte jetzt schon einsteigen, damit ihre Mutter möglichst früh sich ein bisschen aus den Geschäften herausziehen kann. Man merkt recht schnell, dass das nicht Luisas Traum ist, sondern der Traum ihrer Mutter, dass sie auch nicht ganz so glücklich damit ist, jetzt zu wissen, dass jetzt sehr viel Arbeit auf sie wartet. Sie sich auch sehr schnell in Südafrika wohlfühlt und auch bei Marc recht schnell so eine Vertrautheit aufkommt und beide recht schnell sich auch verlieben ineinander. Es ist schon eine Art Liebe auf den ersten Blick, was dann eben auch mit wunderbaren Gesprächen sich vertieft, mit Ausflügen, gemeinsamen Erlebnissen und dann eben auch mit einem recht schmerzhaften Abschied aus Südafrika. Und Luisa und Emma reisen wieder nach Köln. Und Luisa und Marc wissen recht schnell, ja, so eine Fernbeziehung auf diese Entfernung, das wird schwierig, also zwischen Köln und Südafrika. Aber beide merken auch, irgendwie fehlt ihnen der andere und
das führt natürlich dann auch mal so ein bisschen zu Gesprächen und durchaus eben doch zu einer Art Fernbeziehung, Fernfreundschaft. Und ja, allerdings ist es bei Luisa schon so, dass sie so manches nicht loslässt und sie auch in ihrem Leben nicht so richtig glücklich und zufrieden ist. Und auch das erfahren wir eben in der Geschichte. Zudem geht es eben mit den Nebencharakteren, die wir so ein bisschen kennenlernen, wie Emma und auch den Ranger-Freund Sean von Mark, erfahren wir natürlich auch, wie das Leben so ein bisschen weitergeht. Ich fand es eine sehr schwierige Geschichte. Also ja, wir haben natürlich eine Liebesgeschichte. Man kann irgendwie erahnen, in welche Richtung es geht. Man hat das Gefühl, so eine Fernbeziehung, Köln-Südafrika, wo führt das hin? Wer gibt sein Leben auf? Und so weiter. Wie kann das sich entwickeln? Ich muss sagen, dafür war es eine recht lahme Geschichte. Das muss ich tatsächlich sagen. Zum einen habe ich zu Beginn Afrika vermisst. Ja, wir gehen auf eine Safari. Ja, wir sind mal an einem Elefantenwasserloch. Und dann fliegen wir auch schon nach Hause. Also dafür, dass die Elefanten schon im Titel stehen und damit geworben wird, dass wir eben irgendwie in Südafrika sind und in Afrika unterwegs sind, war es ein bisschen wenig Afrika und viel Großstadtdschungel in Köln. Das muss ich echt sagen. Ich habe Afrika vermisst. Ich hätte mir mehr von der Tierwelt gewünscht, mehr von Südafrika überhaupt, was man sich anschauen kann. Ich hätte mir mehr da einfach erwartet, dass die Geschichte doch einen Großteil irgendwie mehr in Afrika spielt, dass wir durch die Perspektiven, dass wir eben bei Luisa in Köln sind und auch bei Marc in Südafrika, dass wir da einfach mehr davon bekommen. Denn die Gedanken unserer beiden Charaktere sind sehr selten bei Elefanten oder in Südafrika, sondern die beschäftigen sich nur mit sich, mit wie ungerecht das Leben ist, wie die Ziele der anderen für sie selbst irgendwie nicht das sind. Das finde ich bei Luisa super anstrengend, diesen ständigen Konflikt mit ihrer Mutter, dass sie nicht ausspricht, was sie denkt. Und ich finde das so anstrengend. Ich frage mich, warum man immer wieder solche Charaktere in Büchern zeigt. Ja, die gibt es im wahren Leben, aber es gibt doch gar keinen Grund, das ständig wieder aufzuwärmen oder dass ständig diese Charaktere in so eine Zwickmühle kommen, indem sie sich mit einem Wort im Grunde herausbringen würden und das heißt Nein. Und dazu gehört natürlich eine gewisse Selbstreflexion und auch ein gewisses Alter, wobei jetzt ja Luisa für meine Begriffe gar nicht so jung war. Ich hätte sie vielleicht irgendwie Ende 20, Anfang 30 eingeschätzt. Und sie hat sich manchmal unfassbar kindisch und unreif verhalten. Auch in den Themen mit Marc, was natürlich dann die Fernbeziehung irgendwie oder die Fernfreundschaft angeht, so absichtliche Konflikte, die es überhaupt nicht hätte gebraucht, wenn sie einfach nur zugehört hätte und einfach, ja, vielleicht sogar normal reagiert hätte. Ich fand es sehr anstrengend von der Autorin, dass immer noch ein Drama, noch ein Drama, noch ein Drama. Und da habe ich mir echt gedacht, Gott sei Dank lebe ich nicht in Büchern, nicht in einer Daily Soap. Gott sei Dank ist mein Leben wirklich so langweilig, dass ich nicht jeden Tag von einem Drama in das nächste falle. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Das muss ich wirklich sagen, wenn dieses Buch etwas bei mir ausgelöst hat, dann Dankbarkeit, dass ich ein scheinbar sehr ruhiges Leben führe und das auch sehr genieße, dass es so ruhig ist. Ich fand es tatsächlich sehr unschön, in welche Konflikte die Autorin, die Protagonisten oder die Charaktere geschickt hat und was da alles drumherum so passiert ist. Ich mochte den Perspektivwechsel ganz gerne, dass wir eben in Köln waren und auch bei Marc in Südafrika, aber für mich waren diese Wechsel zugleich. Das ist für mich immer ein Kritikpunkt. Ich finde, wenn ich zwei Charaktere habe, die denken eben einfach unterschiedlich, nicht nur wegen ihres Geschlechts oder vielleicht auch wegen den Dingen, die sie erleben. Es sind eben zwei unterschiedliche Menschen. Und ich glaube einfach nicht, dass es einen anderen Menschen auf dem Planeten gibt, der genauso denkt wie ich, der Dinge so ausdrückt wie ich, wenn er mich nicht unbedingt nachmacht. Ihr versteht, wie ich das meine. Und ich finde es schade, dass wenn Autoren eben einen Perspektivwechsel einbauen, dass sie den eben so gleichklangig machen. Es gibt Autoren wie zum Beispiel Beth O'Leary, die das wirklich wunderbar hinbekommen hat, oder auch Adriana Popescu, wenn sie verschiedene Perspektiven hat, dass man eben durchaus merkt, bin ich jetzt ein junges Mädchen, bin ich ein Teenager-Junge, bin ich eine ältere Frau. Das hat man da einfach gespürt und hier klingt eben alles relativ gleich. Die Spannung ist ganz okay, also es gibt immer wieder Dinge, die man dann doch nochmal lesen möchte. Ich hatte im Mittelteil schon mal so das Gefühl, ach, habe ich eigentlich noch Lust weiterzulesen? Dann kam aber doch wieder die ein oder andere dramatische Wendung, wo ich dachte, ja, jetzt setzt die Autorin noch einen drauf und jetzt muss noch was mit einer Ex-Freundin passieren und noch was mit der Mutter und dann tauchte da nochmal jemand auf und
es war mir manchmal einfach zu viel. Trotzdem habe ich es schon irgendwie gerne gelesen, weil ich wissen wollte, auch wo es hingeht. Das Ende hat mir sehr gut gefallen. Zum einen, weil man eben schon, also man weiß natürlich, in einer Liebesgeschichte erwartet man ja ein Happy End und es ist ja auch der Weg das Ziel und nicht das Ziel das Ziel. Und mir gefiel das Ende tatsächlich sehr gut, weil es eben zeigt, dass man, ohne jetzt zu spoilern, nur so Lebensträume eben nicht immer für einen anderen Menschen irgendwie aufgeben muss. Meine Befürchtung war ja, dass einer der beiden die Koffer packt und zum anderen irgendwie zieht oder dann merkt, oh, ich bin dann vor Ort doch nicht glücklich. Und dann kommen ja solche Irrungen und Wirrungen immer mal wieder. Sondern, dass man eben auch miteinander und trotzdem irgendwie Lebensträume haben kann. Und das fand ich tatsächlich eigentlich ganz schön, wie man es gelöst hat. Ich fand es ganz okay. Auch hier würde ich sagen, kann man lesen, muss man aber nicht. Es gibt durchaus schönere Geschichten, die so eine Fernfreundschaft, Beziehung haben, die auch von der Message so ein bisschen schöner sind, mit weniger Drama auskommen und vielleicht auch einfach Protagonisten haben, die ihrem Alter entsprechend doch ein bisschen reifer sind. Ich weiß nicht, natürlich kann man sagen, bin ich mit 38 bestimmt auch nicht immer die reifste Person, aber ich glaube, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dass man dann eben doch einfach mit der Lebenserfahrung, die man gesammelt hat, anders damit umgeht oder entscheidet, als man es irgendwie mit 20 gemacht hätte. Also ich glaube schon, dass ich heute definitiv Entscheidungen anders treffe als mit 20, weil ich es damals einfach nicht besser gewusst habe. Damit möchte ich nicht sagen, dass meine Entscheidungen mit 20 alle falsch oder schlecht waren. Für die damalige Zeit eben richtig mit dem, was man wusste. Aber ich finde es eben so merkwürdig, wenn eben 40-Jährige agieren wie 12-Jährige. Das passt irgendwie nicht in meinen Kopf. Vielleicht bin ich da auch einfach zu intolerant. Kann natürlich durchaus sein. War okay, veranlasst mich jetzt aber nicht, nochmal ein Buch von der Autorin zu lesen. Und ich hätte mir einfach viel mehr Afrika gewünscht. Also wenn das sind Elefanten auf dem Cover. Ich erwarte Elefanten und Afrika. Und ja. Und dann kommen wir noch ganz, ganz kurz zum letzten halben Buch der Woche. Und zwar King of Scars von Leigh Bardugo. Ja, ich bzw. wir sind wieder im Grishaverse unterwegs. Ich höre das Buch zusammen mit der lieben Becky. Das Hörbuch ist gesprochen von Robert Frank, den wir ja in der Nevernight-Reihe abgöttisch geliebt haben. Und das war dann letzten Endes auch die Entscheidung, dass wir es zusammen hören. Ich habe ja schon die Krähen-Dilogie gehört. Becky hat, glaube ich, alles immer nur gelesen. Aber bei Robert Frank haben wir jetzt beschlossen, von dem lassen wir uns das super gerne vorlesen. Es ist der Auftakt einer Dilogie. Der zweite Teil, Rule of Wolves, ist jetzt auch im Juni erschienen und ich kann schon so viel sagen, dass man definitiv Grisha und auch die Krähenreihe kennen sollte. Man wird massiv gespoilert, man trifft auf Charaktere aus beiden Reihen, die eben wirklich erzählen, was damals in ihren Geschichten oder in ihren Geschichtsteilen passiert ist. Wir werden definitiv auf das Ende von der Grisha-Reihe auch gespoilert, man sollte das kennen. Es ist jetzt natürlich fast unmöglich zu erzählen, um was es in dieser Dilogie geht, ohne Grisha oder die Krähen zu spoilern, weil natürlich Hauptteile davon darauf aufbauen, was die Protagonisten, und auch hier haben wir ähnlich wie bei den Krähen wieder verschiedene Charaktere, die uns ihre Geschichte erzählen. Und das macht tatsächlich jetzt gar nicht so leicht, irgendwas darüber zu erzählen. Man sollte definitiv beide Reihen vorher kennen. Ich glaube auch, dass es sonst gar keinen Sinn macht, diese Dilogie zu lesen, weil einem sehr viel fehlt an Wissen, man die Charaktere nicht kennt, nicht weiß, was ihnen passiert sind, was sie zu den Menschen oder auch Grisha gemacht hat, die in dieser Welt ist. Aber ja, wir werden in dieser Woche auf jeden Fall das Buch beenden. Dementsprechend werde ich in der nächsten Bücherwoche final meine Meinung dazu geben können. Ich kann schon mal sagen, ich hatte wieder einen holprigen Start. Ähnlich wie bei den Krähen hat es bei mir durchaus so, 10-12% gedauert, bis ich irgendwie wieder drin war. Ich habe mir dann auch nochmal das Grisha-Buch hergenommen, habe mir nochmal die Landkarte angesehen. Ich habe diese Welt noch nicht so richtig inne, aber wir sind eben in dieser Grisha-Welt unterwegs. Wir kennen schon das Magiesystem, das findet hier auch wieder Anwendung. Und es sind eben Dinge in der Vergangenheit erzählt, die wir eben kennen. Wir sind natürlich dann auch bei Insidern sozusagen mit dabei. Wir treffen eben auf Nikolai, den wir aus der Grisha-Reihe schon kennen. Aber es ist dann eben auch die ein oder andere Charakterin oder Charakter aus Grisha sowohl dabei, wenn ich an Genia denke, aber wir haben natürlich auch aus den Krähen jemanden mit dabei und da ist die Geschichte sehr unschön ausgegangen und das trägt sie eben jetzt auch noch durchaus mit sich. Es ist jetzt eben so, dass wir wieder irgendwie geschwächte Grenzen haben und
Nikolai aus verschiedensten Gründen eine Lösung finden muss, ja, zum einen die Kassen von Rafka aufzufüllen, als eben auch Allianzen zu schmieden. Doch etwas rührt sich in ihm, in dem Jungkönig, und das hat eben durchaus, oder sind die Auswirkungen aus der Krischer-Reihe. Und deswegen wird es unglaublich schwierig, über dieses Buch zu sprechen oder diese Reihe, ohne irgendwie Krischer zu spoilern oder, ja. Ja, nach dem holprigen Start hat mir aber der Rest der ersten Hälfte gut gefallen. Ich fände, es könnte etwas vom Tempo anziehen, aber man muss natürlich dieses Buch eben als erste Hälfte einer Geschichte empfinden. Dementsprechend war jetzt so die Hälfte ja auch nur ein Viertel einer Geschichte. Und das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es ist jetzt nicht so, dass das Buch im Deutschen getrennt wurde. Nein, nein, das ist es nicht. Aber es ist eben eine Dilogie, wie man eben auch beim Herrn der Ringe in drei Teilen nicht schon nach 10 Seiten irgendwas sagen kann, weil natürlich noch viele Seiten folgen. Aber Robert Frank macht es wieder großartig, das kann ich schon mal verraten. Und das hat mir auf jeden Fall bisher auch wieder super gut gefallen, wie er Dinge betont, wie er Atmosphäre schafft, wie er Charakteren einfach Leben einhaucht. Also der kann wirklich was und der macht mir großen, großen Spaß, was die Hörbücher angeht. Ja, das waren sie jetzt, die 4,5 Bücher. Doch eigentlich eine ganz schöne Bücherwoche. Also es ist jetzt nichts dabei, was wirklich eine absolute Katastrophe war. Von okay bis gut zu sehr gut war so ein bisschen alles mit dabei. Und ich bin natürlich neugierig, was ihr so ein bisschen gelesen habt. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann habe ich auch die 4. Staffel von The Crown beendet. Und ich fand das ein sehr spannendes Ende, durchaus mit einer Art Cliffhanger. Wenn man die königliche Geschichte aber so ein bisschen kennt, weiß man genau, welcher Moment da zum Ende der 4. Staffel geführt hat. Man sieht es förmlich in den Augen der Protagonistin, der Charakterin, der Person, die eben zum Abschluss gezeigt wird. Ja, The Crown, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob das fiktiv ist oder ob das tatsächlich alles so passiert ist. Es ist natürlich schon so, dass man sich an historischen Daten hält, also es sind Dinge wirklich so passiert. Sei es natürlich auch die Premierminister, die hier ein- und ausgehen, und in der 4. Staffel tritt Margaret Thatcher aus, die Eiserne Lady, und die wird gespielt von niemand geringeren als Gillian Anderson. Und ich muss sagen, diese Frau hat das grandios gemacht. Also wenn man sich an Margaret Thatcher erinnert oder natürlich an Dokumentationen von ihr, und sie war ja eine sehr umstrittene Frau und Politikerin, und dann sieht man Gillian Anderson, ich muss echt sagen, man sieht kaum einen Unterschied. Also das ist wirklich perfekt getroffen, und Gillian Andersons schauspielerische Leistung muss hier einfach gewürdigt werden, weil ich finde, die macht das großartig. Ich mochte auch die Darsteller der Queen und Prinz Philip. Fand ich super. Ich finde auch toll, wie Charles umgesetzt ist. Ich mag auch die Schauspielerin von Diana. Es wird ja jetzt so sein, dass zur Staffel 5 wieder der Switch kommt. Jetzt haben wir ja wieder 20 Leben im Jahre der Queen sozusagen erlebt. Wir sind dann jetzt ja 40 Jahre. Das heißt, wir sind ja jetzt irgendwie 1990. Kommt das in etwa hin? Ja, ich glaube schon. Ja, kommt, glaube ich, in etwa hin. Und jetzt sind natürlich auch schon Prinz Charles und Lady Diana verheiratet. Die Kinder sind schon da. Es gibt andere kleine Skandale drumherum. Das Thema Camilla ist nach wie vor sehr präsent. Und es ist schon so, dass wir eben faktische Sachen haben, die eben auch belegt sind, die durch Biografien gezeigt werden. Natürlich können auch Dialoge in Biografien genannt werden. Also da ist, glaube ich, schon sehr viel Wahrheit mit drin. Aber es gibt natürlich auch durchaus Zweiergespräche oder Sätze, Wörter, die man der Queen in den Mund legt, wo man natürlich schon denkt, wer soll das denn den Machern der Serie erzählt haben? Also man darf, glaube ich, nicht komplett davon ausgehen, dass das alles 100% echt ist. Es ist eben schon Wahrheit mit Fiktion gespickt. Ganz klar. Ich glaube, Gespräche zwischen Prinz Philip und der Queen, da kann man nur annehmen, dass die so verlaufen sind. Da wird keiner von beiden geplauscht haben, was sie sich abends irgendwie beim Abendessen erzählt haben. Muss man natürlich ganz klar sagen. Natürlich wird eine Margaret Thatcher in verschiedensten Biografien, Dokumentationen, Interviews etwas dazu gesagt haben, wie ihr Verhältnis zur Queen war, zu Souverän, wie ihre wöchentlichen Meetings waren. Und das wird natürlich mit hergenommen. Natürlich sind auch richtig historische Sachen passiert,
also es gibt ja verschiedene Bedrohungen auch in den 1980er Jahren, wenn man den Kalten Krieg denkt. Wir hatten vorher auch mal die Mondlandung. Es sind natürlich schon auch echte Dinge und das finde ich einfach so toll. Also ich mag diesen historischen Hintergrund und eben auch durchaus diese Fiktion, wie könnte es denn so gelaufen sein. Nach wie vor finde ich es sehr gut, das habe ich schon bei den Kindern der Queen angemerkt, dass man eben diese Kindheit nicht so intensiv gezeigt hat. Ich fand das bis jetzt auch sehr gut, dass man Prinz William und Harry und natürlich auch all die anderen Enkel der Queen nicht so sehr in den Fokus zieht. Wobei man natürlich schon sagt, ich vermute mal, dass das jetzt in den 90er Jahren ein bisschen anders wird, weil da ja gerade Prinz William und Harry sehr in den Fokus bei Lady Di getreten sind. Und ich schon glaube, dass man, da das eben ein ganz Wunderpunkt und ein ganz großer Punkt in diesem Ehebruch auch war, habe ich fast die Befürchtung, dass diese Kindheit ein bisschen mehr die Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass wir so viele Rückblenden bekommen werden. Prinz Philipp hatte ja mal eine Folge, wo auf seine Kindheit zurückgeblickt wurde. Das könnte durchaus auch bei Charles mal noch passieren. Ich finde es persönlich gut, dass man Respekt eben vor diesen Kindern und dieser Kindheit hat. Und es soll wohl auch irgendwo mal Prinz Harry gesagt haben, er guckt sich tatsächlich lieber die Serie an, als eben was über seine Familie in den Nachrichten zu lesen. Und ich glaube schon, dass das eben auch sehr spannend sein kann, wenn man da so sein eigenes Leben irgendwie Revue passieren lässt oder Dinge vielleicht auch in einem ganz anderen Zusammenhang sieht, als wenn man so ganz tief drin ist. Ich habe gelesen, dass Charles sich sehr über seine Darstellung aufgeregt hat und er darauf wohl auch bestanden hat, dass eben dort steht, dass das alles fiktiv ist. Das glaube ich ihm aber nicht. Also, ich bin kein großer Prinz Charles-Fan. Ich frage mich auch, wie dieser Mann irgendwie König werden soll von so einem Land, der eine geschiedene Frau heiratet. Er selbst ist geschieden, wie so jemand König werden soll. Allein wenn man denkt, für was die Queen steht, wie die sich gegen Scheidungen immer wieder ausgesprochen hat. Und dann soll so jemand König werden. Also ich glaube ja nach wie vor, dass die Queen Prinz Charles überleben wird und das Zepter dann einfach an William weitergeben wird. Und ich glaube, das wäre auch die richtige Entscheidung. Ich glaube, ein König Charles wird, also das passt für mich überhaupt nicht rein, was da alles schief lief. Und deswegen kann ich seine Beschwerde durchaus verstehen. Ich glaube, dass die Serienmacher sehr gut seinen Charakterkern getroffen haben. So als Außenstehende, wie ich das eben empfinde, wenn ich eben Dokus über Lady Di, Prinz Charles, wenn ich ihre Biografie noch in Erinnerung habe. Ich glaube, dass Prinz Charles ganz gut dargestellt würde. Auch dieses Techtelmechel mit Camilla Parker Bowles. Also das ist wirklich etwas, ein Skandal eigentlich im englischen Königshaus, wo ich mich frage, wie konnte es nur dazu kommen? Und da ist die Monarchie eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Und vielleicht ist sie das auch nach der Queen, man weiß es nicht. So, lange ausgeholt. Mir hat die vierte Staffel auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es auch schön, dass wir so ein bisschen mehr Nebencharaktere hatten, die uns eben auch so ein bisschen zeigen, wie die königliche Welt funktioniert. Auch wenn ich eben immer wieder und auch bei Diana, also ich glaube, Diana ist tatsächlich ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, wurde dann ein anderer Mensch. Zum Beispiel bei einer Meghan oder auch Kate. Glaube ich eben nicht, dass die nicht wussten, auf was sie sich einlassen. Also Meghan hat ja auch jetzt letztens dieses Interview da mit Oprah veröffentlicht und ach, sie dachte hier eine Familie und blub und blab. Und dann denke ich mir, also Mädel, wenn du wirklich gedacht hast, du wirst hier eine Prinzessin und alle tragen dich auf Händen, das englische Königshaus ist definitiv eine Firma und da ticken die Uhren anders. Und ich glaube, das ist eigentlich jedem klar, der zumindest mal irgendwie was über die Familie mitgenommen hat. Also ich würde da nicht so blauäugig reinlaufen, aber ich bin ja zum Glück auch nicht irgendwie in diese Versuchung gekommen, mir da einen Thronfolger zu angeln. Gott sei Dank, also ich glaube, es wäre definitiv nicht meine Welt. Aber lange genug gequatscht, die vierte Staffel hat mir sehr gut gefallen. Ich bin mega gespannt, was in Staffel 5 und 6 uns erwarten wird. Es gibt ja schon so einen Teaser, beziehungsweise sind Rollen bestätigt. Ich freue mich sehr auf die Queen und ich freue mich auch sehr auf Prinz Philipp. Den Rest habe ich noch nicht so ganz wahrgenommen, aber wir werden natürlich dann auch in Staffel 5 wahrscheinlich zu den Themen kommen in den 1990er Jahren, die wir natürlich alle wahrscheinlich so relativ bewusst mitgenommen haben. Also das heißt, der Tod von Diana, die Scheidung, diese ganze Schlammschlacht und so weiter. Ich bin da sehr gespannt, denn da stand ja die Monarchie durchaus auch auf der Kippe. Da freue ich mich drauf, dass so ein bisschen, weil man dann so selbstendlich so geschichtlich einfach dabei war und Ja, genug geschwärmt. Es ist noch ein bisschen Fußball-EM. Es gab ein tragisches 4:2 für Deutschland gegen Portugal. Und ich halte Cristiano Ronaldo die Daumen. Ich
freue mich jetzt auf das Spiel gegen Frankreich, was, glaube ich, Mittwoch sein wird. Ich hoffe sehr, dass Portugal weiterkommt. Und ja, jetzt ist es natürlich nicht so schlimm, dass Portugal gegen Deutschland verloren hat. Es darf auch Deutschland gerne weiterkommen. Aber ich drücke nach wie vor Portugal die Daumen und da schlägt eben einfach mein Herz. Und ja, ich habe auch das Portugal-Trikot gegen Deutschland angehabt, obwohl ich auch ein Deutschland-Trikot durchaus habe. Aber es wäre ja irgendwie strange. Da hört dann irgendwie, sag ich mal, das Ländergefühl auf, wer den besseren Fußball spielt, soll gewinnen. Und für mich wäre das definitiv Portugal gewesen. Aber ja, Ronaldo hat sein Tor geschossen. Was will man mehr? Es gab Colagate, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, fand ich großartig, dass Cristiano Ronaldo das Sponsoring-Getränk sozusagen abgegeben hat, was eben Coca-Cola ist, und auf Wasser bestanden hat. Und ich finde es toll, dass er da einfach konsequent ist, dass er seiner Vorbildfunktion da gerecht wird und dass er da, auch wenn das irgendwie, glaube ich, 4 Milliarden Verlust am Aktienkurs von Coca-Cola war, weil Ronaldo eben Wasser trinkt. Aber ich glaube, wenn man eben einfach so sportlich mit solchen Zielen unterwegs ist, jemand wie Cristiano Ronaldo, ich glaube einfach, dass der tatsächlich sehr selten eine Cola trinkt. Und jemand, der so unterwegs ist, der würde eben auch nicht so sein, wenn er jeden Tag 3 Liter Cola trinkt, muss man ganz klar sagen. Sagte sie und liebt selbst Coca-Cola Zero mit Vanille. Wobei, es ist ja eine Zero, es ist ja nur halb so schlimm. Aber ja, aber gut, ja, genug jetzt von dieser Bücherwoche. Ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub, auf meine 3 Wochen Auszeit und werde, denke ich, auch so bei Wanderungen so euch immer mal ein bisschen mitnehmen, das vielleicht auch in die Bücherwochen immer ein bisschen mit einbauen und ja, plane, wie gesagt, so ein bisschen eine andere Art für die nächste Bücherwoche. Seid da einfach gespannt und ich freue mich nun auf Kommentare zu euren Gedanken, zu den Büchern, zu der Serie, zu EM. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, auch was ihr vielleicht gerade für Buchtipps habt. Immer her damit, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.